Was ist Endometriose? Endometriose ist eine chronische Erkrankung. Dabei wächst Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter und siedelt sich an den Eierstöcken, im Bauchraum, am Darm oder am Bauchfell, wo es nicht sein sollte. 10% von der Frauen im reproduktiven Alter sind von der Endometriose betroffen und 50% von der Patienten mit unerfülltem Kinderwunsch. Welche Beschwerden hat man bei der Endometriose? Das wird auch als Chamäleon bezeichnet, weil es sehr unterschiedliche Beschwerden machen kann. Im Vordergrund steht vor allen Dingen der Schmerz im Unterleib, insbesondere bei der Periode auftretend. Und je nachdem, wo die Endometriose sich abgesiedelt hat, kann es auch zu Beschwerden beim Wasserlassen kommen, beim Stuhlgang oder auch beim Geschlechtsverkehr. Wie wird das Ganze entsprechend dann diagnostiziert? Bei der gynäkologischen Untersuchung kann Endometriose eben auffallen, insbesondere auch im Ultraschall. Und wenn man darüber hinaus noch Bildgebung braucht, dann ist sowas wie ein MRT oder ein CT gegebenenfalls notwendig. Und wie können wir das Ganze dann entsprechend behandeln? Wichtig hier ist eine Endometriose-Sanierung im Rahmen einer Bauchspiegelung. Und da kann man dann auch nochmals die Diagnose bestätigen. Als Endometriose-Zentrum bieten wir unseren Patienten ein Gesamtkonzept an. Es fängt mit der Diagnostik, mit Hilfe unserer Radiologen hier im Haus, dann die interdisziplinäre Eingriffe mit unseren Urologen und auch Allgemeinchirurgen im Haus, dann die multimodale Schmerztherapie, Ernährungsberatung, Physiotherapie, psychische Unterstützung, Reha-Klinik und Kinderwunschzentrum.